Freitagabend. Die 17-jährige Charlotte bereitet sich auf Alex, ihren besten Freund, vor. Charlotte freut sich vor allem auf Alex, ihren besten Freund. Sie wird heute wahrscheinlich erst mit Alex, ihren besten Freund, nach Hause zurückkommen. So ist es mit den Eltern vereinbart. Also ich pack's dann, ja? Okay, viel Spaß. Ciao. Danke. Ciao. Es wird bestimmt ein schöner Abend werden. Mit Alkohol, vielleicht auch Alkohol. Charlotte will die Kontrolle verlieren. Nicht jeder Jugendliche beherrscht diese Jugendliche. Was macht Alkohol für junge Menschen wie Charlotte und ihre Freundin Julia überhaupt attraktiv? Es macht so einen Unterschied. Man findet und... Ja, ich weiß nicht, ich hatte noch nie sowas, wo ich gesagt habe, so, ich denke, ich weiß nicht, warum der so Party so eher... Ja, aber man ist jetzt auch, also ich hätte kein Problem damit, wenn man sagt, okay, heute halt kein Alkohol. Und wie sehen das die Eltern? Frau Eisenmann, wenn die Charlotte jetzt auf eine Party heute Abend oder auf eine Party geht, haben Sie da eigentlich manchmal Angst um Sie? Nein. Eigentlich nicht so sehr, nein. Habe ich nicht. Nein. Wieso? Nein. In jeder Münchner Polizeiinspektion arbeiten Beamte. Wir begleiten Julia Harm und Thomas Schmalfuß, die sich nur um Kinder und Jugendliche kümmern. Als verlängerter Arm der Eltern schauen sie nach den Eltern im Rechten, wo sie sich treffen, um zu ratschen, um Musik zu hören, um Alkohol zu trinken. Der Trend geht schon dahin, dass man sagt, der Alkohol spielt schon eine große Rolle. Und vor allem dieses Kampftrinken, dieses Zudröhnen, das erlebt man immer häufiger, dass da wirklich nicht mehr darauf ankommt, dass man einfach nur ein bisschen Alkohol trinkt, um gut drauf zu sein oder ein bisschen Spaß zu haben, sondern dass es wirklich darum geht, sich bis zur Bewusstlosigkeit zuzutrinken. Zu den Aufgaben der Wirten gehört es, die Rechte Wirte an ihren Pflichten gegenüber Jugendlichen zu erinnern, gerade vor großen Festen. Es ist uns nur wichtig, dass an erkennbar Betrunkenen kein Alkohol aufgeschenkt wird. Wem? Ja? Wem? Und gerade die unter 16-Jährigen. Genau. Ja, ja, ja. Die Zahl der jungen Patienten mit Alkoholvergiftung ist seit 2001 um 40%. Wichtig, dass im Lokal und außen Ruhe herrscht. Und deshalb schicken wir auch einen Streifenwagen an. Ja? Okay. Wunderbar. Ansonsten ein gutes Geschäft. Danke schön. Am Wochenende. Vielleicht sehen wir uns nächsten Tag. Tschüss dann. Danke. Tschüss. Ciao. Auch die 14-jährige Daniela hat zu ihnen gehört. Ihr Alkoholproblem war ihre Mutter. Zu Hause war ihre Mutter immer aggressiver geworden und die Situation für ihre Familie unerträglich. Sie streunte am Bahnhof herum, fand dort Gleichgesinnte. Gemeinsam verdrängten sie ihre Probleme mit Alkohol. Heute hat ihre Mutter Entgang. Sie genießt es, dass Daniela auch sich jetzt Zeit für sie nimmt und wagt in deren Begleitung einen Ausflug an ihren ehemaligen Stammplatz. In der Bahnhofsklicke hatten immer die Älteren für alle den Alkohol besorgt. Wer mittrank, war cool, egal wie jung. Also einen Kasten Wodka auf jeden Fall. Manchmal waren es auch zwei oder drei, je nachdem halt. Eine Flasche Bier haben wir uns zu zweit, zu dritt oder meistens auch zu viert geteilt. Und die kleinen Schnapspackungen von Feiglingen, diese Zehnerpacks, die haben wir uns auch geteilt. Und vom Batida de Coco haben wir auch meistens mehrere gekauft. Ganz unterschiedlich halt, je nachdem auf welchen Geschmack wir halt Lust hatten, das tranken wir halt. Und wir haben meistens mehrere Flaschen Wodka geholt und die dann durcheinander getrunken. Also wenn ich jetzt schnell getrunken habe, so eins nach dem anderen, dann war ich halt meistens nachmittags schon leicht angetrunken und so. Und dann, ja, dann ging es halt so weiter. Ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn die Wodka-Zeit kommt, dann fangen die schon am späten Vormittag an. Sobald sie ihren Wodka-Rausch vom Vortag ausgeschlafen haben, da fangen die an. Haben Sie Angst vor Wodka-Rausch?
Ja, riesige Angst, muss ich sagen. Und meine Befürchtung ist auch, weil ihre Freundinnen nehmen sie auch, wie sie ist. Und jeder lehnt sich gegen diese Schwodka-Gesellschaft, wie sie sich ausdrücken, auf. Ich glaube ja, dass sie sich am Anfang dagegen wehren wird, aber dann kommt der Wodka wieder. Wirklich, das sind ihre Freunde. Und nicht mal, wenn die sagen, also die brauchen ihr nicht mal einen Wodka oder sowas in die Hand drücken. Das ist einfach so. Sie trinkt aus Freundschaft mit denen wieder. Wodka. Charlotte und Julia treffen auf dem Weg zum Konzert Simone. Wir bleiben mit dem Alkohol im Gespräch über das Thema Mädchen, in diesem Fall als Mutmacher für Kontakte. Also es ist, hängt natürlich auch mit, jetzt in unserem Fall, den Jungs zusammen, dass man, wenn man jemanden toll findet, dann natürlich eher sich traut, mit ihm zu reden, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Also es wird den Mut dann trinken. Also es ist, hängt natürlich auch mit. Und sonst im Großen und Ganzen ist es eigentlich schwer, da eine Definition für zu finden, weil es irgendwie einfach so was Normales geworden ist. Die psychiatrische Fachklinik Mainkofen in Niederbayern. Hier gibt es auch eine ambulante Entgiftungsstation für junge Suchtpatienten. Wir treffen den 16-jährigen Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Du bist jetzt hier dann reich. Ja. Seit wann denn? Seit 9 Wochen. Mhm. Und wie ist es? Dennis, du bist ja mit 15 reich geworden. Wie war das für dich? Ja, das war so ziemlich dann der Tiefpunkt. Und ich, keine Ahnung, hatte halt so einen richtigen, so Depri-Phasen, einfach total am Ende gewesen. Und habe halt dann mit Alkohol und Drogen versucht, mein Leben wieder in Ordnung zu bringen, aber es funktioniert halt nicht. Was hast du denn genau für ein Gefühl gesucht im Betrunkensein oder bei den Drogen? Ich habe halt, wenn ich bekifft. Und wenn man nüchtern ist, dann denkt man über alles nach und oh, was habe ich jetzt schon wieder für einen Scheiß gebaut und das. Aber das war halt nicht, wenn ich Drogen genommen habe. Bereits zum 3. Mal in diesem Jahr ist Dennis auf der Entgiftungsstation. Nach 2 gescheiterten Anläufen will er es diesmal unbedingt schaffen. In ein paar Tagen beginnt seine Langzeittherapie. Mit seinen 16 Jahren will er endlich ein Leben ohne Alkohol und Drogen führen. Nur gerauscht. Die Jugendpolizisten Julia Harm und Thomas Schmalfuß kennen in ihrem Revier die meisten Jugendlichen und deren Treffpunkte. Sie wissen genau, wer zu Aggressivität neigt und wer eher ruhig ist. Sie fahren jetzt zu einer Gruppe, die sich immer an derselben Bushaltestelle trifft. Sie testen die jungen Männer mit einem Alkoholquiz. Jungs, hört zu. Alten. Okay. Alkopops werden noch RTD genannt. Für was steht diese Abkürzung? A. Risky to drink. B. Ready, das ist T. Runter damit. Oder C. Ready to drink. C. Leute, sowas muss man krank fragen. Warum werden Frauen schneller betrunken? Wegen der Körpermasse. Weil die weiblichen Hormone die Aufnahme von Alkohol in den Blutkreislauf begünstigen. B. Weil der Flüssigkeitsanteil im Körper bei Frauen geringer ist als bei Männern. Oder C. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. A. Natürlich gibt es einen Unterschied. Nein, die Frauen werden nur öfters... Nimm das A mit den Hormonen, das hört sich gut an. Stimmt aber nicht. Frauen sind schneller betrunken, weil Frauen schneller betrunken sind... Eine neue, mach... Die Polizisten haben Jugendlichen in ihrem Viertel. Auf vielen Dank. Tschüss. Wer sagt, dass es zu Mike ist? Ganz sicher. Ich mit viel Gewalt. Tschüss. Ciao. 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 Die Glitzerwelt, in der sich jeder für eine Nacht als Superstar fühlen kann. Nur schlecht, wenn dieser Traum nicht ohne Alkohol funktioniert. Ein!